Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Wir sind zurzeit wieder im Sumpflager, haben in der letzten Folge einige Truhen geplündert. Traurigerweise haben wir sogar gut was mitgehen lassen Hey. können. Bei dem gibt es, glaube ich, nichts Neues. Nö, wieso auch? Ach, Eleos ist immer noch schön am Das gibt doch nur noch mehr Kehren. Ärger. Und wir könnten jetzt tatsächlich da hinten nochmal lang marschieren und ein paar Gegner plätten. Oder waren da nur zu starke Gegner? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, hier gibt es keine Truhe für uns. Aber das hätte ich mir auch irgendwie denken können. Ansonsten wissen wir ja im Sumpf selbst, waren dann natürlich sonst nur eine Menge Sumpfhaie rum. Die können wir natürlich noch nicht so ganz besiegen. Da kann ich ganz eindeutig sagen, dass wir die erst später platt machen. Aber hier haben wir natürlich bekannte Gegner. Warane, eine Menge. Na, was ein Spaß. Jawohl, gleich drei davon. Und der trifft mich hier gerade ungewöhnlich oft. Was ist mit meiner Klinge los? Ich habe das Gefühl, die hat weniger Reichweite als zuvor. Oder ich stelle mich einfach nur dümmer an. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Und der widerwärtige Schlag natürlich, ne? Der, den keiner braucht, der kommt immer dann, wenn man ihn am wenigsten erwartet. So, der dritte Varan ist aus unbekannten Gründen ins offene Meer geschwommen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch seine Überlebenschancen sind, aber ich glaube, wir nehmen das hier doch zum Anlass und vermöbeln den da direkt im Wasser. Ah, das geschieht denen gerade recht. Wenn sie unbedingt ins Wasser wollen, bitteschön. So, jetzt haben wir links von uns noch so einen Orkbeißer. Und dann ist hier hinten aber auch Schicht. Ja, da geht es nicht weiter. Mal gucken, ob wir den vermöbeln können. Sumpfbeißer. Tatsächlich sind unsere Chancen gar nicht mal so schlecht. Weil der erstens durch einen Crit kassiert und uns zweitens nicht trifft. Da war ich wohl zu vorlaut. Da boller ich mir noch ein bisschen Fleisch rein. Also wir hatten so ungefähr 20% Leben und er hat uns mit einem Schlag platt gemacht. Aber mit dem Crit hat er gut kassiert. Also mit dem Crit hat er wirklich gut kassiert. Bei 45% kann man da noch auf ein paar mehr hoffen. Und da der größer ist als ein normaler Beißer, ist dementsprechend auch seine Hitbox ein bisschen angenehmer für uns. Da hat er uns gerade getroffen, aber ich nicht weiß warum. Und jetzt kommt auch kein Crit rein, warum auch immer. 240 EP für uns. Wir bekommen ein Herz, da hat sich schon mal das direkt rentiert. Und einen Haufen Krallen, Zähne, Fleisch. Alles dabei. Und hier hängen wir natürlich direkt an einem Baum fest, auch wenn wir nicht sehen, woran genau. Wie gesagt, der dritte Varan ist halt irgendwie verduftet. Warum auch immer. Und beim Sumpfbeißer ist wirklich gar nichts. Echt nicht? Wow, ich dachte, hier wäre irgendwie, was weiß ich, ein rostiges Schwert oder keine Ahnung, irgendwas Brauchbares. Aber okay, dann nicht. So, ich marschiere noch mal ganz kurz zurück Richtung Lager, laufe aber noch mal hin, denn wie gesagt, der letzte Varan, der entkommt uns natürlich nicht. Freilich wird uns der nicht entkommen. Ach, guck mal, wir haben jetzt sogar so eine Fiole, Mana-Fiole, oder hatten wir die schon davor? Habe ich gar nicht darauf geachtet. Zweimal Heilpflanzen für uns. Gucken, ob wir dann da vorne jetzt nochmal den letzten Varan verprügeln dürfen. Ist der im offenen Meer verreckt? Das wäre die einzige Möglichkeit, warum der jetzt nicht hier aufgetaucht ist wieder.
Gehen wir mal ein Stück weiter weg. Und dann nochmal hin. Sollte er jetzt nicht da sein, können wir davon ausgehen, dass er im offenen Meer ersoffen ist. Ja. So scheint es. Ein suizidaler Varan sieht man auch nicht alle Tage. Aber was willst du machen? So, der Punkt ist, ich würde jetzt mal ganz kurz bis zum Wrack vielleicht hier entlang marschieren. Denn ich meine, da waren Lurker. Ja, guck mal, da sind sie direkt. Und die Kameraden, die nehmen wir natürlich mit. Ja, nicht alle drei auf einmal, ne, aber... Ja, zwei. Zwei ist okay. Einer hätte es auch getan. So, egal. Sind sie platt? Nehmen wir mit. Kein Reptilienhaut. Können wir nämlich nicht abziehen, aber die Klauen nehmen wir an uns. Level up. Naja, 1,8. Dauert noch ein bisschen. Aber wir machen signifikante Fortschritte. So eine Phrase, die kriegt man immer zu hören, wenn man mit aller Gewalt ein Stück vorankommt. Aber ich meine es ernst, wir machen wirklich gute Fortschritte. Könnte viel schlimmer sein. Wir sind in der komfortablen Position, uns von einem Lurker klein schlagen zu lassen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wir sind in der komfortablen Situation, dass wir sehr viele Gegnertypen bekämpfen können und die Mod uns vor allem auch umfassend versorgt mit Gegnern. Dementsprechend läuft das Ganze, ne? Also da gab es andere Mods, da war ich schon immer mal so ein bisschen in der Bredouille, dass ich wirklich sagen musste, okay, mal gucken, dass wir die Lernpunkte jetzt richtig investieren, sonst machen wir nämlich Riesenfehler, die wir nicht wieder gut machen können. Aber hier alles voll mit Gegnern, da kann man sich gut gehen lassen. Gerade der Erkunder-Aspekt ist hier natürlich sehr weit auch ausgebaut, weil wir die gesamte Gothic 1-Welt zur Verfügung haben, sogar etwas erweitert. Allein das bietet ja schon eine Menge Umfang. Junge Lurker, gar kein Thema. Jetzt haben wir deren Population hier auch nochmal enorm ausgedünnt. Hatte ich den schon geplündert? Ja, dann hatte ich die hier alle geplündert. Okay. Also, es dunkelt so langsam. Das heißt, wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir wieder zurück ins Lager gehen, weil das war ja auch eigentlich mein Vorhaben ursprünglich. Ich glaube, ich penne mal bis abends. Abends müsste ja 20 Uhr sein. Auch wenn ich hier gar nichts sehe. Der Sumpf arschdunkel ist. Die Lichtverhältnisse da drin sind schon bei Tag zum Kotzen. Aber egal. So, dann pennen wir mal bis, ich glaube, 20 Uhr war der Abend. Ne, das genügt ja. Schöne halbe Stunde jetzt mal wieder nach 2 oder 3 Tagen. Ah ne, Abend war 18 Uhr. Oh. Ja, dann plündern wir einfach alles so. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen hier volle Leben mitnehmen, aber passt. Wir können direkt mal zum Chef gehen. Das ist doch eine gute Idee. Sofern wir da reinkommen. Aber ich denke mal, wir haben Zutritt. Oder haben wir Zutritt? Klar haben wir Zutritt. Ist nur die Frage, gibt es hier genug Truhen? Ich habe das nämlich gerade irgendwie total falsch im Kopf. Denn das ist ja hier anders als in Gothic 1. Ist ja auch nicht Iberion hier, ne? Sondern der Fijor. Hat er uns denn was zu erzählen? Auf Pfad leiten. Ich glaube, da konnte man nur irgendwie Lernpunkte zurücksetzen oder so irgendwas. War auf jeden Fall eine ganz nette Funktion. Ich glaube, hier hatten wir sogar schon alles mitgenommen. Ja, Mensch, ich hatte das gerade total falsch im Kopf. Ich dachte irgendwie,
Irgendwie hatte ich Iberions Gemächer wieder vor mir. Oh, der Gollumanus ist ja auch hier. Gar nicht gesehen, mein Lieber. Müssen wir ein paar LEDs hier mehr anbringen, damit es hier ein bisschen heller wird. Okay, nee, aber hier ist gar nichts. Dann lassen wir unseren geistigen Führer mal vor sich hin vegetieren. Und hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Mal gucken, was da noch abgeht. Also generell die Hauptquest soll ja auch noch sehr, sehr gut werden. Habe ich mir sagen lassen. Also, wobei ich sie ja auch jetzt bisher nur lobe, insofern. Aber ich meine auch im Sinne von, dass es wirklich spannend werden soll. Da bin ich wirklich mal gespannt. Mal schauen, ob sich das bewahrheiten wird. So, jetzt bin ich mal am Schauen, haben wir hier noch zwischendrin irgendwelche Hütten? Da hinten waren Lurz und Friedhelm, glaube ich. Das heißt, hier könnten wir jetzt nochmal nach Truhen schauen. Ich würde es quasi gerne sehr, also so systematisch wie nur irgend möglich machen. Sprich, dass wir erst hier unten alle Truhen plündern und dann die in der oberen Ebene. So, Balior, das hat gar keine Truhe, das ist schade. Daran merkt man, dass er nur niederer Bal ist. Brauchst mich gar nicht so blöd anzugucken. So, aber da hinten Richtung Bal Orun, da gäbe es einige Truhen. Ich glaube nicht, dass ich da was. Das ist bei dem hier. Ja, guck du nur weiter auf den Boden. Gut, die Kisten hatten wir schon, die nicht abgeschlossen waren. Das hätte ich mir alles auch besser merken müssen eigentlich. So, hier hinten bei den Krautstampfern. Werden wir da noch fündig? Kann man da noch was abziehen? Ich meine, bei Orun selbst, waren wir da sogar schon drin? In seiner Bude? Die sind ja auch alle zusammen gepfercht. So, hier sind sie alle am Stampfen. Weil Orun hat nichts zu erzählen. Ich brauche Sumpfkrautpflanzen. Wofür denn? Warum können wir jetzt Sumpfkrautpflanzen anfordern? Oder ist es nur für sein Händlerinventar? Achso, ja, okay. Ob sich das mit dem Sumpfkraut rentiert, kann ich auch noch nicht wirklich sagen. Theoretisch müsste es sich lohnen, weil sonst würde man die Funktion nicht einbauen, aber so sicher bin ich mir da nie. So. Ein Mann der Askese wieder, gar keine Truhe, gar keinen Besitz. Äußerst schade. Da liegt ein Novize rum. Dementsprechend ist die Kiste auch leer, hier waren wir schon. Ja, das, was ich über das alte Lager prophezeit habe, das tritt hier jetzt schon wieder ein, ja, dass ich quasi Truhen abklappe. Die ich schon längst hatte. Hey! So, Essen holen wir uns auch gleich ab. Kannst du noch was beibringen oder haben wir alles gelernt? Sumpfhaifleisch. Ja, das. Ach komm, wir haben gerade zwei Lernpunkte über. Dann können wir's. Wie komme ich an das Fleisch von Sumpfhaien? Du brauchst ein verdammt scharfes Messer, mit dem du die Haut aufschlitzen kannst. Genießbar ist nur die oberste Hautschicht. Das sind kräftige, faserige Muskeln. Nicht zu zäh und nicht zu weich. Du kannst sie gut in Stücke schneiden. Der Geschmack ist ausgezeichnet. Gebraten erst recht. So, jetzt kannst du uns nichts mehr beibringen. Wir haben unseren letzten Lernpunkt, also unseren vorletzten, hier rausgedonnert. Und ansonsten bietet er nur Scheißdreck an. Eine Truhe ist ja auch nicht. Das sind alle Informationen, die ich benötige, um weiterzuziehen. Und ich meine, wenn wir dann im Fremdenviertel gewesen sind, müssten wir alle Truhen haben. Wobei, nee, ganz am Anfang. Da fehlt noch ein bisschen was. Also erstmal hier. Scheint nichts zu sein. Ich brauche die Fackel einfach, ich sehe nichts.
Aber hier sieht es mir nicht nach groß viel Truhen aus. Wie gesagt, da gibt es andere Mods, die haben tatsächlich in jede Bude im Sumpflager Truhen reingeballert. Ich glaube, bei Welt der Verurteilten war das sogar der Fall. Da ging richtig die Post ab. Aber hier in diesen drei Hütten ist nichts. Dann laufen wir quasi nur wieder hinten rum, das ist, da ist auch nichts. Dann schauen wir mal hier durch diesen Zwischentümpel hier, wenn es überhaupt irgendwie geht. Schade, scheinbar nicht. Gut, dann können wir wenigstens behaupten, dass wir zumindest die untere Ebene haben. Wo bin ich überhaupt gerade? Ich habe komplett den Überblick verloren. Ich glaube, wir sind bei den Krautstampfern. Ja doch, immerhin. Okay, puh. Ein Glück. Wer ist uns verloren gegangen hier? Das alte, wahnsinnige Sumpflager. So, hier war doch noch der Nedbeck, ne? Genau, da ist er. Am Rumlümmeln. Aber ich glaube, die hatten auch keine Truhen hier. Sieht nicht danach aus. Hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Die Fliegenschwärme scheinen auch wirklich nicht mehr zu spawnen. Oder vielleicht nur, wenn man hier ist. Wäre aber schon eine sonderbare Funktion. Wir könnten noch bei unserem Chef vielleicht was stibitzen. Wenn er denn was hätte. Hat er aber nicht. Dementsprechend können wir das vergessen. So, der Hanis hatte auch keine Truhe. Genau. Hier geht es auch nicht weiter. Okay, naja gut, dann würde ich sagen, die untere Ebene ist komplett geleert. Das werde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Und falls ich irgendwas übersehen haben sollte, kann man mir natürlich immer noch Bescheid geben. Das ist Gorkumas Bett, das weiß ich jetzt auch. Haben wir wieder was gelernt. So, um 5 Uhr ist hier schon relativ viel los. Aber wir könnten dennoch versuchen, noch ein paar Dinge zu stibitzen. Gerade weil ich auch glaube, dass wir mittlerweile, wie gesagt, durch Schleichen sowieso auch des Tages fähig sind zu stehlen. Gerade bei den Bals oder beim Schmied oder sonst wo müsste ja was zu holen sein. Fangen wir mal an der Schmiede an. Das mache ich überhaupt. Hier ist eh keiner drin. Aber hier ist keine Truhe. Das fängt ja schon direkt beschissen an. Da hinten schläft jemand. Also gerade bei den Kameraden, da ist bestimmt was zu holen hier bei diesen Belia-Anhängern. Auf deren Lager bin ich ja auch mal gespannt. Hier, das war die Hütte, wo der Schatten abgemurkst wurde. War das sogar der Belcanto? Nee, oder? Das war ein anderer. Ja, nee, es müsste ein anderer gewesen sein. Jetzt sind wir oberhalb von den Krautstampfern. Hier nächtigen die Templer in dieser kleinen Hütte. Und die haben am Ende auch eine Kiste. Aber vielleicht ist die auch schon längst geöffnet worden von mir, weil sie keines Schlösserknackens bedarf, und genau das ist der Fall. Da haben wir eine Wasserpfeife, da könnten wir quasi dann auch testen, ob wir das selbst weglöten können. Hier haben wir erneut Templer. Hatte ich die Kiste wirklich schon? Das gibt's doch gar nicht. Ich fasse es nicht, dass die hier nicht abgeschlossen sind. Aber Hauptsache unten bei den blöden Novizen. Ich glaube, mich trifft der Schlag. So, das heißt, die beiden hier auch. Mein Weg von der Schmiede hierher. Das ist immer so unübersichtlich alles hier. Oh, hier. Hier werden wir nochmal fündig. Hier nehmen wir nochmal was mit. Da ist ein Schloss vorne dran. Rechts, links.
Rechts, links, rechts. Okay, wow. Dreierkombination. Und dementsprechend vergammelt ist auch der Inhalt dieser Truhe. Aber egal, nehmen wir mit. Also rechts, links, rechts. Wurzelsuppe und ein Dolch. Da haben wir einen relativ hohen Wert. Wir hatten den Wert von 70. Ist das normal? Ein Messer. Ja doch, der Dolch hat einen relativ hohen Wert. Hat auch relativ viel Schaden, aber wie gesagt, eine miserable Reichweite. Das gleicht es leider halt nicht aus. Hatten wir die Hütte da unten? Ja, ne, oder? Das, die müssten wir gehabt haben. Ich gehe mal von aus. Leider schlafen die Jungs hier nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Das wundert mich nicht. Haben die überhaupt eine Truhe? Oh ja, haben sie. Wir könnten sogar Glück haben. Ich wundere mich immer gar nicht. Links, rechts. Wow, okay. Das ist wirklich nicht mein Problem. Links, rechts. Ja gut, der Punkt ist, der Throneninhalt ist halt genauso rudimentär wie im alten Lager. Das heißt, hauptsächlich finden wir halt ein paar Fressalien. Auch sehr interessant, wie der es hier macht. Levitation hier in der höchsten Form. Er schläft in der Luft. Mein Respekt. So, das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal hier oben noch ein bisschen weiter marschieren und ein bisschen was stibitzen. Also die hatten wir ja schon quasi mit der anderen Seite. Das heißt, wir gucken hier noch ein bisschen, dass wir noch was mitgehen lassen können. Also wir laufen erstmal links hier runter, dann rechts da oben entlang. Und dann gucken wir mal, dass wir hier alle Truhen knacken und dann können wir auch mit heiterem und gutem Gewissen weiterziehen. Nochmal im alten Lager nach Gorhanis schauen und dann, wie gesagt, wieder mal Richtung Hauptquest. Bis dahin. Tschüss.